Jo, liebe Leute, hier ist euer Topper 6 und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Odyssey. So, ja, wir dürften jetzt wirklich endgültig im Finale angekommen sein. Im letzten Part haben wir uns den finalen Showdown gegen die Brodals geliefert und sie wahrscheinlich endgültig besiegt, nehme ich mal an. Und ja, hier auf dem Mond, denke ich mal, kommt jetzt wirklich zum Finale gegen Bowser. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Erkunden. Okay, da ist wieder sowas. Was ist das denn? Oh ne, da muss ich diesen Megasprung wieder machen. Mist. So, nochmal. Er macht das nicht ab und zu, was ich will. Schon wieder nicht. Wieso machst du das nicht, was ich will, Mario? Das regt mich teilweise auf mit dieser Steuerung. Jetzt aber. Endlich. Jawohl. Nächster Mond. Yes! Notenjagd auf den Mond. Geben wir gerade mal 6 hier. Ja, es ist tatsächlich so ein kleiner Verschnitt von diesem eigentlichen Bossgegner. Weg bist du. Also hier gibt es sicher noch einiges. Sphinx, sei gegrüßt, Reisender. Eben sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Eva, magst du meine Frage zu beantworten? Solltest du dich zurzeit wirklich mit den Fragen von Antworten befassen? Nein. Sehr warm, Meister der richtigen Antwort. Momentan benötigt der andere Dinge deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Geh weiter deine Wege, Reisender. Hier gibt es nichts weiter zu tun. Was war das denn jetzt? Hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Röhre gewesen. Ah, das war nur das Teil hier. Bowsers Mondhochzeit. Da ist auch wieder irgendeiner. Das ist Kapitän Toad, ne, oder? Sei vorsichtig, das Loch ist unglaublich tief. Okay. Jetzt hier hin. So, denn jetzt. Mondhöhlen im Untergrund. Oh mein Gott. Okay, komme ich einfach nur zurück. Verstehe. Okay. Zeit haben wir auf jeden Fall noch genug. Mondhöhlen im Untergrund. Ist hier komisch, die Schwerkraft scheint hier ganz normal zu sein. Oh mein Gott. Oh Gott. Fliegen. Oh mein Gott.
schauen wir sich da mal um. Und wieder diese Panzer. Oh mein Gott. Das ist ein Maxi-Herz. Wow. Okay, ich verstehe auf jeden Fall, man muss mit dem Ding draufballern. Oh mein Gott. Da ist ein Schlüssel. Kann ich mit dem draufballern? Ja. Geh weg. Wieso bekommt man hier ein Maxi-Herz? Oh, was ist das denn da? Oh, da ist der Schlüssel. Oh, yes. Raus da, raus da, raus da. Hier sonst noch? Na egal, holen wir uns mal den Mond. Yes! Loch in der Lava! Also auf jeden Fall das hier. Nice! Kommt jetzt direkt wieder ein Bosskampf oder was? Okay, hier oben geht es auf jeden Fall noch weiter. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Okay, gehen wir da mal hoch. Wow. Alter, wie groß ist diese Welt hier? Das ist auch wieder ein Herz. Oh mein Gott. Wieso haben die alle solche Hochzeitshüte auf? Yo, ich kann Dinger schmeißen. Alles zerstören! Also ich finde das so geil, diese Gegner zu steuern. Okay, kriegt man wieder solche Wickler. Die sind auch ziemlich cool, diese Gegner. Die braucht man hier auch anscheinend. Yes. Oh mein Gott, der hat mich fast erwischt. So, wie geht's hier jetzt weiter? Das ist wieder ein Herz. Wow! Kann ich den auch übernehmen? Anscheinend nicht. Oh ja, doch. Ja, was, so ein mega cool Wille. Was ist das? So kleine Kugelwillis. Oh mein Gott, nein, 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 nein! Oh Gott, wir werden sterben. Ich kann nichts machen. Nee, ich habe nichts dagegen machen können. Einfach nur durch. Hier kann man Zwischenstopp machen. Da hinten, hier vibriert was.
Die vibriert auf jeden Fall irgendwas. Ah, da, okay. Nice. Auf der Kanone! Ja, wir haben erst 8 Monde in dieser Welt, das ist komisch. Ja, da kommt genau richtig ein Kugelwilli. Die Münzen ignoriere ich mal. Nice. Nicht, dass ich hier den Mond vergesse. Boah. Hier wäre halt auch wieder ein fieses Versteck gewesen für den Mond. Denn da oben? Was ist das denn jetzt? Ah, das sind diese. Ja, genau, das sind diese Dinger da. Zum Angreifen. Wow, oh mein Gott, da geht er richtig ab, der Typ. Ja! Yeah. Na, da muss ich durchrushen. Wow! Kann der springen auch? Nein, leider nicht. Okay, jetzt sind wieder nur extra Münzen. Dass hier überhaupt keine Momis sind, kann ich mir gar nicht vorstellen. Yeah! Wow. So, gehen wir da mal nach oben. Was ist hier? Oh mein Gott, nicht... Hä? Die kennen wir ja auch schon. Boah, nicht schon wieder die. Die haben wir ganz am Anfang bekämpft. Was macht die denn hier? Ich bin's, Madame Brute, zu der du im Kaskadenland so ungebührlich warst. Um genau zu sein, warst du zu allen Bodals ungebührlich. Darum sind wir auch nun auch alle hier. Was? Nun denn, mein lieber Ketten, und ist hungriger denn je und wartet schon auf sein Abendessen. Ach du Scheiße. Kampf gegen Madame Brute. Der hat diesmal auch mehrere Hüte. Okay, es ist auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Erster Schlag. Fantastisch. Okay. Okay, aber sonst ist es ja nicht wirklich schwieriger als beim letzten Mal, muss ich sagen. Jawohl. Nächster Schlag in die Fresse, genau so. Okay. Er hat diesmal noch mehr Hüte. Okay. Das kann man nützen, um ihn zu übernehmen. Oh Gott. Und das dürfte es gewesen sein. Okay, Schwierigkeit ist eigentlich nicht erhöht worden. Auch sie ist down. Und wir bekommen nicht mal einen Stern dafür. Krass. Ja, aber ich denke mal, in der Welt werde ich jetzt nicht alle Sterne sammeln. Denke ich, also ich würde, ich glaube, in der Welt lasse ich das aus mit diesen Hälfte der Sterne. Weil im Prinzip vor der Welt, glaube ich, gibt es jetzt nicht wirklich mehr zum Sehen. Gehen wir da mal raus. Kommen wir jetzt hin?
Hä? Oh mein Gott, Dome Mistake, das Ende. Der ewige Hügel. Ich werde jetzt hier nicht reingehen, damit jetzt hier die Endsequenz beginnt. Wie viele Minuten haben wir ja nicht da? Ich schau mal, ob man sich hier draußen noch umsehen kann. Schnell! Entspann dich, Cappy. Komm schon, beeil dich. Mario geht ganz relaxed. So, ich geh da mal rüber. Auch was. Ah, ich nehme nur Münzen. Jawohl. Da ist ein Frosch. Was macht denn Frosch auf dem Mond? Ich denke mal, da müssen wir irgendwas da oben holen. Megasprung hier. Da leuchtet was. Ich komme mal den Frosch weg. Was ist hier? Ja, hier ist noch ein Mond auf jeden Fall. Nice. Jawoll, auf der weißen Spitze. Katzen Peach und Katzen Mario. Ist hier noch irgendwo was? Da ist doch sicher auch noch irgendwo was, oder? Ja, okay, ich will da nicht reinspielen. Nein! Bitte fall ich jetzt nicht da rein. Hochzeitssaal. Die Musik. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Mond. Jawoll! Oben im Gebälk! Jetzt haben wir 10 Monde wenigstens. Ja, aber ich gehe nochmal raus. Wo ist denn hier der Ausgang? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, hier ist der Ausgang, oder? Ja. Hinten, wie das Ding leuchtet. Die Odyssey wie so eine kleine Sonne. Ich denke mal, hier ist nichts mehr. Hier ist, glaube ich, aber nichts mehr versteckt. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Odyssee schaut wirklich aus wie so eine kleine Sonne. Ich gehe dann nochmal hoch. Man kann da ganz nach oben sogar. Gebt euch das mal. Jo Leute, aber ich würde sagen, ich werde jetzt noch versuchen, dass ich vielleicht
hier ist nichts mehr, glaube ich. Vielleicht kann ich noch irgendwas bei der Ding hier machen. Ich kann da auch nicht rein. Nee, hier ist glaube ich kein Mond mehr sonst. Hier noch. Ne, hier ist nichts mehr. Ne, hier ist nichts. Jo Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part dann werden wir uns ins Finale begeben. Bin auf jeden Fall weiterhin gespannt. Im nächsten Part dann werden wir sehen, wie der Endkampf gegen Bowser werden wird. Bin auf jeden Fall weiterhin gespannt. Bis dahin und weiterhin dann tausend Schauen, Leute. Ciao, ciao.